Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich mache jetzt mit Caesar einfach ein kleines Training hier im Wald, einfach nur um das Gassigehen so ein bisschen schöner zu machen. Also falls ihr mal nicht immer die Lust habt, Gassi zu gehen mit eurem Hund, also auf die langweilige Art und Weise, übt mit ihm im Wald. Ihr seht, er ist jetzt hier ohne Leine komplett. Wir üben einfach so ein paar Kleinigkeiten, so ein paar Tricks, die wir gemacht haben, fangen da recht leicht an. Ich habe hier so ein paar Leckerlis in der Hand. Und dann fangen wir einfach nur an mit dem Pfad unterwegs hier. Zack. Super. Und hopp. Ja, der ist jetzt runtergefallen. Aber er findet den auch direkt. Zum Beispiel, was wir gerne machen, ist dieser Sitze. Ja, ohne Bellen. Ich habe hier ein paar Leckerlis in der Hand. Ich werfe sie jetzt einfach mal hier weg. Er muss stehen bleiben, er weiß ganz genau, er muss jetzt warten, bis er die essen darf. Er guckt. Okay, so such. Das sind so Kleinigkeiten, einfach um für das Tier das Gassigehen spannender zu machen. Dann freut er sich mehr und für euch ist es einfach weniger langweilig. Also merkt es euch. Wirklich macht was mit dem Tier. Dann habt ihr auch eine ganz, ganz tolle Bindung. Das ist auch gleichzeitig eine Bindungsübung. Caesar? Caesar? Zurück? Hast du noch was gefunden? Komm, zurück hier. Immer noch was gefunden. Das ist echt nichts übrig. Komm, zurück hier und in die Mitte. Komm, und Mitte. Komm, rum, Mitte. Also denkt daran, es funktioniert nicht immer alles gleich oder auf Kommando, auf den Punkt. Wir sind ja auch noch im Training und üben noch. Zum Beispiel, was ihr machen könnt, falls ihr jetzt so Holzstämme habt, Baumstämme, Caesar, komm mal, und rauf. Fein, super. Und wieder runter. Und wieder rauf. Komm. Einfach so ein kleines Training machen da. Daraus so ein bisschen Crossfit, wenn ihr es dann nennen möchtet. Zum Beispiel, was ich ganz gerne mache, ich gehe dann hier so auf, einfach mal rauf und er folgt mir einfach. So. Natürlich, da will er jetzt nicht runter, aber das ist zum Beispiel so ein Training, was ihr zum Beispiel auch machen könnt hier auf so Holzstämmen. Ihr könnt zum Beispiel theoretisch hier so lang laufen und wieder runter, komm, wieder runter. Und das ist zum Beispiel so Koordination für das Tier und für den Hund. Wo er einfach mal einen anderen Untergrund hat. Macht es vielleicht nicht, wenn es nachts ist oder wenn es geregnet hat, weil dann ist es doch schon sehr, sehr rutschig und dann für den Anfang, wenn euer Hund das noch nicht kann, ist es auf jeden Fall mega schwer. Zum Beispiel, was wir hier machen können, zum Teaser, von Captain. Komm, der ist ein bisschen höher als sonst, ne? Da könnt ihr einfach natürlich auch weiter mit dem Hund arbeiten. Das stärkt wirklich eure Bindung zu dem Tier, aber was es natürlich noch mal ein bisschen spannender macht, ihr seht, ich kann ihn jetzt so einfach auch mal ohne Leine rumlaufen lassen, weil einfach die Aufmerksamkeit bei mir ist, weil ich mit ihm einfach arbeite und so macht natürlich das Gassigehen auch einfach mal ein bisschen mehr Spaß. Caesar, komm mal her, komm mal hier durch die Beine vorne rum, durch, nee, komm mal hier, nein, hopp, nein, komm, hier noch, durch, super, und nochmal durch, nochmal durch, nochmal durch, nochmal durch. Ganz toll, und so mega gut gemacht. Was ihr zum Beispiel auch mal machen könnt, um dieses Training zu üben, diesen Rückruf zu üben, komm mal mit. Ich hoffe, man sieht uns jetzt hier noch. Und hier rum. Und jetzt nochmal. Nein, bleibe. Jetzt zum Beispiel, sage ich, bleiben. Ich hoffe, dass man uns noch hier so sieht auf dem Bild. Wenn nicht, dann tut es mir leid, aber ihr werdet ihn gleich wiedersehen. Zum Beispiel, wenn euer Hund es noch nicht so gut kann, macht es nur mit einem Meter ungefähr. Wenn er es besser kann, dann lasst ihn einfach dann auch zu euch kommen. Aber das wollte ich jetzt noch nicht, da habe ich jetzt zu lange gequatscht. Komm mal mit. Mitkommen, 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 mitkommen. Hopp, hier rum. Und wieder sitzen. Nein. Und da bleibst du jetzt. Und wenn ihr wollt, dass euer Hund dann zurückkommt, macht euch manchmal auch einfach so ein bisschen zum Affen. Und sagt, ja, komm, schnell, komm, 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 komm. Super. Fein. Toll gemacht. So, und dann freut sich der Hund, ihr freut euch, ihr habt einen Rückruf mal hinbekommen. Einfach nur mit komm, 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 komm. Kleinigkeiten nur. Sitzen. Zum Beispiel, er macht das auch auf dem Pfiff. Nein, du. Pop, 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 zurück. Diese Ungeduld schon wieder von dir. Pop. Sitzen, bleiben. So, und wenn ich pfeife, kommt er auch zurück. Bei uns ist es ein langer Pfiff, der dir. Super, fein, ganz toll gemacht, super gemacht. Du bleibst da noch. Und wenn ihr das so ein bisschen abändern wollt, Caesar, komm mal her, rum, hier rum und in die Mitte.
So, und dann ist es zum Beispiel ein anderes Zurückkommen, was ihr dann mal üben könntet. So, ich habe jetzt lang genug mit euch hier gequatscht, euch ein bisschen animiert, auch, also auch mal ein bisschen was anderes, ein anderes Video so von dem, was wir sonst machen. Also falls ihr mal weitere Interesse habt, was ich noch mit ihm unterwegs mache, einfach mal schreiben. Wenn das Video gefallen hat, kommentieren. Falls du für uns noch ein paar Tipps hast oder so, einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Wir sind alle nicht perfekt, ich bin es auch nicht. Und dementsprechend einfach, ja, einfach reinschreiben. Vielleicht fällt mir da noch was ein oder vielleicht inspirieren wir uns einfach gegenseitig. Wir werden dadurch kreativ umarmen. Umarmen, super. Wir werden dann zusammen kreativ. Und ja, können vielleicht eine coole Hundebewegung im Wald oder einfach das Gassi gehen einfach ein bisschen schöner machen. So, liken nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen und wenn du noch nicht abonniert hast, auf jeden Fall abonnieren. Bis dann.